Vom Dalle nach Halle heißt es für die Würzburger Kickers am Samstag. Dort wartet mit dem hallischen FC der aktuelle Tabellenvierte auf die Rothosen, die ihrerseits als aktueller Siebter nach Sachsen-Anhalt kommen. Dem Duell darf also durchaus der Stempel Topspiel aufgedrückt werden. Ja, ne, wenn ihr den Stempel draufpackt, ich hoffe, nachher wird es auch ein Topspiel sein auf dem Platz. Ja, wir sind jetzt auswärts nicht ganz so schlecht. Wir haben aber das letzte Auswärtsspiel verloren. Das wollen wir gut machen. Wir erinnern uns, oder ich erinnere mich schon noch auch an das Hinspiel, wie es gelaufen ist, der unglückliche, blöde Niederlage. So einen dreckigen Auswärtssieg wäre mal geil. Einer, der besonders heiß auf die Partie ist, ist Ibrahim Hajtić. Der Abwehrspezialist wurde nicht nur wegen seines Gardemaßes von 1,93 in den letzten Wochen immer mehr zu einer Größe bei den Kickers. In 8 von 11 Spielen im Jahr 2019 stand Hajtić auf dem Platz. Ja, ich habe, finde ich, eine sehr gute Vorbereitung gespielt und ja, der Trainer hat mich einfach belohnt dafür. Hajtić, der im Sommer von Zweitligist Heidenheim an den Main gewechselt war, feierte unter der Woche, wie auch Teamkollege Florian Kohls, Geburtstag. Zum 21. würde der Deutsch-Bosnier ja sich und sein Team natürlich gerne am Samstag nachträglich mit Punkten beschenken. Ein super Geburtstagsgeschenk, ne? Also würde mich auf jeden Fall freuen, ja. Ich muss was springen lassen, ja. Je nachdem, ob wir gewinnen, wird es was Größeres. Doch auch Halle will wieder dreifach punkten, zumal der HFC seit 4 Spielen auf einen Sieg wartet. Denn im Aufstiegsrennen sind die Männer von Cheftrainer Thorsten Ziegner nach wie vor ein durchaus heißes Eisen. 5 Zähler trennen das Team aus Sachsen-Anhalt von Platz 2. Mit 29 Gegentoren stellt Halle zudem die zweitbeste Defensive der Liga. Nur Spitzenreiter Osnabrück kassierte weniger Gegentreffer. Super Defensive, kriegen sehr, sehr wenig Gegentore. Hergehen immer mit 11 Mann Vollgas dann auch drauf, spielen schon auch. Ja, schön nach vorne, verteidigen schön nach vorne. Mit Björn Jopek, der zuletzt gegen Unterhaching allerdings nicht auflaufen konnte, treffen die Kickers übrigens auf eine ehemalige Rothose. Doch während sich der 25-Jährige bei den Kickers nie richtig durchsetzen konnte, blüht er in dieser Saison in Halle auf. Das taten bei den Kickers zuletzt unter anderem auch Kanija Elva und Patrick Breitkreuz. Letzterer könnte auch in Halle wieder Orhan Ademi als Sturmführer ersetzen, der weiter an einer Bauchmuskelzerrung laboriert. Orhan, ja, kann auch schon mehr machen, aber es wird auf Samstag ganz, ganz schwer. Ich denke eher nicht, das reicht, vielleicht auf Dienstag dann. Und dann haben wir noch bei Bachmann ein bisschen ja, aus dem Spiel einen schweren Schlag fort. Oder aus dem letzten Spiel gegen München einen harten Schlag bekommen. Da ist Einblutung da, da müssen wir auch noch abwarten, ob das dann reicht. Die Kickers verloren übrigens nur eines ihrer letzten 8 Auswärtsspiele, holten dabei 13 ihrer insgesamt bereits 20 Zähler in fremden Stadien. Offensiv sind die Würzburger zudem stets für ein oder mehr Tore gut. Nur in 8 von 31 Ligapartien der Saison trafen die Rothosen nicht ins Tor. Die Mannschaft ist gut drauf, also und von dem her das ist das Wichtigste und das müssen wir versuchen dann in beide Spiele oder dann kommt ja auch KSC, jetzt haben wir 3 Top-Spiele, 3 Top-Gegner und von Spiel zu denken, klar, Halle ist schwere Aufgabe jetzt und eins nach dem anderen und das versuchen wir zu lösen. Aus dem Hinspiel ist übrigens noch eine Rechnung offen. Halle siegte Ende Oktober am Dalle knapp mit 2:1. Wir haben auf jeden Fall was gut zu machen, weil das Hinspiel war ein bisschen Pech. Da hat uns das Glück gefehlt und ja, versuchen auf jeden Fall was gut zu machen und die 3 Punkte in Halle zu holen. Mit einem Sieg könnten die Kickers bis auf 3 Zähler an den HFC heranrücken und an Platz 4, der ja bekanntlich zur Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison berechtigt. Die können sich die Kickers übrigens auch noch über den bayerischen Toto-Pokal sichern. Da steht ja bekanntlich am Dienstag das Halbfinale bei der Spielvereinigung Unterhaching an. Ein Erfolg in Halle könnte da durchaus weiter Rückenwind geben. Und ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Hajtić wäre es auch.